Einen wunderschönen guten Tag zu dieser Folge Edgar. Also wenn alles klappt, habt ihr jetzt doch eine Folge Edgar, wo ich letztes Mal gesagt habe, ich weiß nicht, ob eine Folge rauskommt. Ist doch schön für euch. Ich habe den Endschalldämpfer abmontiert, den seht ihr hier. Wobei ich die Schweißnähte gern kletten will so ein bisschen. Die sind leider ein bisschen ausgeufert und teilweise auch solche Flatschen, weil ich, wie gesagt, den Schweißschirm nicht hatte. Die werden jetzt ein bisschen geklettet. Das macht der Dichtheit und Stabilität eigentlich nichts. Da ist genügend Schweißdraht drin und Hitze reinkommt, dass er zusammengebacken ist. Sieht nur geiler beim TÜV aus, dann wird der ganze Schalldämpfer schwarz gemacht. Und er bleibt doch erstmal ab, ne? Weil wir die Endrohrwahl sollte bis nächste Woche durch sein. Und dann weiß ich auch mehr. Des Weiteren komme ich, weil jetzt der Endschalldämpfer ab ist. Auch am Unterboden besser dran. Ne? Hier diesen Bereich mit Permafilm zu behandeln. Und ich komme in die Löcher vom Träger für Hohlraumversiegelung, weil er hat hier schon Kantenrost. Wie ihr sehen könnt, der hat hier schon ein bisschen Kantenrost und durch das Flutfilm können wir das stoppen. Die komplette Anlage abzubauen bringt nichts, weil hier Überhitzeschutzbleche sind. Und die Bleche abzumachen bringt auch nichts, weil diese kleinen Stehboards mit den Muttern, die reizen meistens in, ich sag mal, 80% der Fälle ab. Also bleibt das so. Die Leute, die gestern nicht in meinem Livestream waren, ja, ich habe gestern einen Livestream gemacht, Freitagabend, so ein bisschen spontan, haben es vielleicht nicht mitbekommen, und zwar die Nabendecke stehen fest. Ich habe schöne gefunden, nach meiner Meinung schöne. Es sind schwarze mit einem Chrom-Opel-Logo erhoben. Die blende ich mal ein. Die habe ich jetzt bestellt. Ich denke mal, sieht schon ganz cool aus bei den Fällen. Leider ärgert mich Edgar doch wieder etwas, und zwar, wenn ihr mal gucken wollt, wir haben die Ölmann-Dichtung ja neu gemacht. Und hier ist alles voller Öl gesifft. Seht ihr das? Alles voller Öl und der tropft richtig ab. Ja, scheiße würde ich sagen. Der zieht hier über die Kante hoch. Hier ist total undicht. Ja, ich werde das jetzt nochmal machen. Vielleicht direkt eine andere Ölwanne benutzen und einfach eine neue kaufen. So teuer sind die Ölwanne nicht. Ich habe die Vermutung, dass die nicht mehr ganz gerade ist. Da hängt ja ein Schweißblech drin. Jetzt will ich mal gucken, weil bei den Big Block Motoren gab es ja auch C20NE mit diesem Schweißblech, also so ein Blech, damit das Öl nicht zur Seite gedrückt wird, wenn man schneller fährt. Das ist da einzeln und man hat oben und unten eine einzelne Dichtung und diese Sandwich-Bauweise. Da muss nur etwas krumm sein oder etwas nicht korrekt sein und die Scheiße ist nicht dicht. Ja, dann gibt es aber vom 18E und 16S Ölwanne, die sind ein bisschen kleiner, also 1 Liter weniger Öl hat der Motor im Endeffekt. Die haben aber ein festes Schweißblech drin. Die haben nur eine Dichtung, sind einfach. Jetzt will ich mal gucken, ob es nicht bei den Smallblock-Motoren auch so eine Ölwanne gibt. Da muss ich mal gleich mal hinten wühlen, die wir liegen haben. Vom 1,3er, 13S, keine Ahnung, GSI 1,6er, das dieses Schweißblech auch feste eingeschweißt hat, weil brauchen wir nur eine Dichtung, sparen uns die Scheiße, dann bestelle ich nicht so eine Ölwanne neu mit einer Dichtung, dann wird die Kacke auch trocken, weil man sieht richtig, man sieht richtig, wie das Öl hier hinten rausdrückt und hier über hochgezogen ist. Und dadurch die Kacke, also TÜV kriegt er so definitiv nicht. Das Problem an der Sache, gut, wenn ich einen sauber wische und auf den Hänger da hinstelle, dann wird er wohl TÜV kriegen, weil das ist dann für die nur ein bisschen ölfeucht, was dann da in der Zeit für AU und sonst was dann dran hängt. Aber ich finde es uncool. Deswegen, da werde ich mich jetzt auch noch auf die Suche machen. Was haben wir sonst noch im Livestream besprochen? Keine Ahnung, guckt euch den Livestream an. Ne, sonst grundlegend nichts. Ja, achso, ich wollte eigentlich die Votings auflösen. Aber ich denke mal, ich glaube, wir machen die Votings alle im nächsten Video, also Heckspoiler und Endschalldämpfer, also Endrohr. Ich denke mal, das ist direkt eine coole Sache. Ich werde die Sachen einmal am Anfang nennen, weil wenn den Leuten den Rest des Videos nicht interessiert, hier jetzt Hohlraumversiegelung oder Unterbodenversiegel, keine Ahnung, die haben dann Infos über Edgar direkt am Anfang. Ja, ich würde mal sagen, ich mache jetzt erstmal den Schalldämpfer fertig, schön, und lackiere den, der muss ja eh trocknen, und dann fangen wir Unterboden an, endlich. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, nicht ganz so rabiat. Ich habe die ganze Sache lackiert
und dann weiter im Unterboden. So Leute, hier seht ihr Permafilm. Das ist ein Unterbodenschutz, der dauerelastisch bleibt, also so ein bisschen dauerelastisch und rostschützende und hemmende Wirkung hat. Man soll vorher, habt ihr ja in einem Video vorher gesehen, also ich kann kurz mal einblenden, da habe ich den ganzen Unterboden mit Liquid A eingesprüht, damit der Original Unterbodenschutz nicht weich wird, ey. So, der ist jetzt eingezogen, teilweise, auf manchen Flächen, wo zu viel ist, ist er noch nicht, was aber nicht schlimm ist. Jetzt können wir mit Permafilm arbeiten. Ist auch von demselben Hersteller wie Flutfilm. Wir sind halt sehr zufrieden. Das hier ist die durchsichtige Variante, auch wenn sie aussieht wie Babykotze. Aber es ist die durchsichtige Variante, weil ich finde es schöner, wenn man noch ein bisschen vom Unterboden sehen kann. Die gibt es auch in Silber und Schwarz, das finde ich aber ein bisschen blöd. So, dann müssen wir mal das ganze Zeug durchrühren. Das ist wirklich eine coole Pampe. Sie sieht nicht durchsichtig aus, beileibe nicht. Ja? Aber sie wird ja auch nicht so dick aufgetragen, dass es ja, so breiig aussieht. Man trägt nur eine dünne Schicht auf, wirklich eine dünne. Da reicht einfach nur so ein bisschen, fertig. Wer natürlich will, kann dann nochmal drüber gehen und richtig fett dicke machen, der dieses Auto aber niemals mehr im Winter bewegt wird. Dieser Wagen wird ja nie mehr im Winter bewegt. Reicht auch eine normale dünne Schicht. Ja, zu beachten gibt es eigentlich nicht viel. Man pinselt einfach alles ein, wie ein Geisteskranker. Sollte jetzt aufpassen, dass er nicht auf den Lack und so kommt, weil wenn es eintrocknet, es zieht ja ein. Und auf dem Lack, das habe ich leider beim Roten gemerkt an einer Stelle, frisst sich da den Lack rein und man kriegt es gar nicht mehr ab. Da muss man aufpassen, auf dem Lack sollte man es nicht auftragen. Also wenn man Schweller und so von unten einpinselt, aufpassen, dass man nicht auf den Lack kommt. Ja, sonst, ja, bei Gummiteilen sollte man da aufpassen, meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Beim Flutfilm ist es so, es soll nicht an Gummiteilen drankommen, nicht unbedingt. Weil das bei bestimmten Arten fürs Aufquillen sorgen kann. Man kann halt alles einpinseln. Wir werden auch vorne die Atze und so einpinseln, um die Gummibutzen eben ein bisschen Abstand halten. Muss man mal gucken, nicht ein Geistkranker. Ich habe leider keinen Pinsel, deswegen klaue ich von Marc. Hallo Marc! Dieser Pinsel, der am Farbeimer lag. Kriegt einen neuen, keine Sorge. Edgars Po von unten. Ja, ein bisschen von der Babykotze und verteilen, wie man sieht. An Stellen, wo es sich sammelt, wie hier an der Kante, ist es nicht wirklich durchsichtig, sondern dicker. Da wird es so ein bisschen verstreicht. Ich habe jetzt wieder einmal mit dem Pinsel aufgenommen und man kann diese große Fläche hier schon, ne, so einreiben, das reicht. Man sieht, es ist einigermaßen durchsichtig, aber ne, also es ist angenehmer, finde ich, als wenn alles so schwarz ist. Man sieht nicht, an welcher Stelle man war. Da ist schon ganz in Ordnung. Mehr ist es nicht. So arbeiten wir uns jetzt durch. Von hinten nach vorne. Ich will jetzt mit hinten anfangen, halt, dass das erstes getrocknet ist, wenn wir den Auspuff wieder montieren. Ja, das wird jetzt alles im Schnelldurchlauf gehen. Ich werde die Kamera jetzt so positionieren, dass man das ganze Auto von unten sieht und mich dann wie blöd da durcharbeiten. Ja, das ist ja schon ein Geheimnis und haben wir den Unterboden schon schön versiegelt. Natürlich beachten, wenn man den Unterboden einpinseln will, der muss natürlich von Staub und Dreck befreit sein. Vor allem, wenn man jetzt mit Liquid A den Unterboden einweicht, soll man am besten nicht mehr mit dem Wagen fahren, weil dann klebt der ganze Dreck dran. Ergibt keinen Sinn. Das ist wirklich eine Maßnahme, die man machen kann an Saisonautos, an Oldtimer, Youngtimer, die länger stehen im Winter, wo man das in aller Ruhe machen kann. Dasselbe ist der Permafilm braucht eine Weile auch zum Trocknen. Steht hier gar nicht drauf, wie lang. Ich meine, dass man das schon 24 Stunden durchtrocknen lassen sollte. So, ich positioniere immer die Kamera um und dann geht's weiter. We'll be right back.
bringe eigentlich ruckzuck, was noch fehlt, sind die hier vorhin erklärt habe. Hier die Schweller von unten. Muss ich auch nochmal sauber machen. Hier hängt noch Dreck dran. Sauber machen und dann einpinseln. Von innen sind sie, wie man sehen kann. Und die Radhäuser. Ja, dafür muss er runter. Jetzt kann ich auch die Radhäuser. Haben wir den Dreck da nochmal raus und dann einpinseln. Ja, sonst wieder ein ruckzuck. Ich glaube, ihr seht es jetzt so glitzern, schimmern so ein bisschen hier den ganzen Unterboden. Der ist jetzt schön versiegelt. Jo, ich mache jetzt eben die Schweller, klebe die ab, also reinige die, klebe die ab, pinsel die ein, mache noch die Radhäuser, da seht ihr eh nichts. Und wenn wir das fertig haben, ja, je nachdem wie spät das jetzt gleich ist, fangen wir mal an mit Blutfilm. Erstmal hier, da Liquid A reinjagen und dann später noch das stärkere NAS. Liquid A soll so ein, ja, zwei bis drei Wochen eher einwirken, bevor man das dickere NAS reinkippt als zweite Schicht. Man kann so ein Auto, was ja nie im Winter fährt und nie eigentlich im Regen, eigentlich auch nur mit Liquid A behandeln, dann hält das so 5 bis 6 Jahre. Wenn man im Regen fährt, leider nur 2 bis 3. Deswegen muss man hier auch mit diesem, was wir da oben haben, NAS, boah, die Lampen flackern, naja, NAS nah arbeiten, damit auch Autos, die im Winter und im Regen bewegt werden, auch so eine Standzeit von 5 bis 6 Jahren haben. Weil das Liquid A ist wirklich wie Wasser, ja, ein bisschen dicker als Wasser, wie Öl, und es wäscht sich schnell raus. So, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn es mit der Hochraumversiegelung losgeht. Hier ist übrigens der Puff, der trocknet vor sich hin. Ja. Ja, weiter geht's, unser Becher. Hochraum, das haben wir hier. Ich muss jetzt nur gleich gucken mit der Menge, weil ich will ja nicht so viel reinrotzen, damit da wieder alles rausläuft. Geisteskranker. Das bringt es ja auch nicht. Es soll nur so ein geringer Sprühnebel sich in den Hohlraum befinden, sodass. Sodass es überall hinkommt. Weil wenn wir jetzt reinrotzen, geisteskranker, dann läuft das alles nur raus aus den Löchern. Und ja. Ja, nichts gewonnen. Ich fülle es direkt hier rein. Man kann natürlich auch eine Kartusche reinstellen, aber ich muss halt ja hier sauber machen. Also da. Zwei Sonnen hier dabei, eine Haken und eine Rundstrahl. Ich nehme die Rundstrahl. Die Haken sind ja für Türen und so geeignet. So, jetzt mal Druckluft draufjagen. Dann kommen wir an. So, Materialmenge stellen wir hinten ein. Dieser ist wie nur einen geringen Nebel. Mal gucken, was er macht. Ja, es kommt sehr gemäßig raus. Das sprühen wir jetzt mal. Ja. Kommt kaum Nebel raus. Lass mal gucken. Ich glaube, der Quark ist gerade gekommen. Ah, der hat immer seine Musik. Oh, Versiegelung ist drin, wie man an den kleinen Pfützen erkennen kann. Ich habe meinen Kofferraum zusammengebaut. Interessante Konstruktion. Man hat ja einer gesagt, angeblich wären die Verkleidungen selten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das ja keine Druckknöpfe, aber keine Ahnung, hier hat eine Griffmulde und kannst das so auseinanderziehen. Aber die haben ja keine Verstärkung drin. Die Löcher. Keine Ahnung, ich franz dann irgendwann aus oder so. Keine Ahnung. Dann hat die Opel da wohl irgendwann mal gedacht. Ja. Ja. So, naja, hier fahren wir die jetzt schon zusammen. Warntreieck ist auch unten drin, alles schon fertig gemacht. Jetzt soll ich noch Kofferraumbeleuchtung reintüdeln. Haben wir Kofferraum auch wieder zusammengebracht. Hier haben wir die ja. Mal gucken. Nee.
Ich müsste die jetzt sofort gehen. Ja. Aber das auch schon fertig. Ja, Auspuff trocknet noch, ich schau mal später drauf. Wenn er mal komplett sauber ist. So. Ich würde mal sagen, das war's auch für diese Folge. Als nächstes werden wir dann sehen, wie ich, denke ich mal, den sauber mache. So, ich habe das wohl so. Also versiegelt ist ja jetzt, wenn wir das sauber macht, außen innen. Komplett vernünftig, noch ein paar Sachen geguckt. Macht fern. Weil ich die Plakette sauber nach neu. Ja, mal gucken, ob wir den Namenkappen und das mit dem Auspuff bis dahin auch geregelt haben. Wie auch Heck-Spoiler-Abstimmung. Dann haben wir nicht alle durch. Also nächstes Video wird ein bisschen bunter Mischmasch. Und dann musst du danach einen TÜV. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Nur wenn ihr wollt, aber wenn ihr wollt.